Elton da Costa, der Kreis schließt sich. Bereits vor 10 Jahren trug er die Lilie auf der Brust. Jetzt ist er wieder da, Darmstadt 98. Eine Herzensangelegenheit für den Spielmacher, der unter anderem nach einer Odyssee durch Deutschland auch mal für den heutigen Gegner Spielvereinigung Unterhaching aktiv war. Der Gast aus Unterhaching in Rot-Weiß hat Anstoß. Das jüngste Team der Liga, 20,6 Jahre im Schnitt. Da haben einige noch nicht mal einen Führerschein. Aber unterschätzen sollte man Unterhaching auf keinen Fall. Das weiß auch Trainer Kostas Runjajić. 10 Teams haben was mit dem Aufstieg zu tun, 10 Teams etwas mit dem Abstieg. Wir gehören zur zweiten Kategorie, sagt Kostas Runjajić, was er damit sagen möchte. Wir müssen eher nach unten als nach oben schauen, aber sie beginnen gut. 5 Minuten absolviert. Dani Dazza. Schöne Spieleröffnung hier. Und in der Mitte lauert Rudi Hübner. Markus Stegmann, der Torschütze vom Dienst, immer noch in der Reha nach seiner Leisten-OP nicht dabei. Elton da Costa für alle Standards natürlich zuständig. Da Costa über 300 Zweitliga- und Drittliga-Einsätze für den 32-Jährigen. Seine Freistöße gefürchtet. 10 Minuten gespielt. Preston Zimmermann, super angenommen. Preston Zimmermann. Und dann kann ihn nur einer bremsen. Und das ist er selbst. Zimmermann. Hier mit der Schulter. Und dann durchgesetzt gegen 2 gegen 3. Und bremst sich mit dem rechten Fuß. Schade, da war deutlich mehr drin in dieser 10. Minute. Da Costa kann auch nicht nur fein technisch, sondern gerne mal rustikal. Gelbe Karte von Schiedsrichter Robert Kenter für diesen harten Ellenbogeneinsatz gegen Daniel Hofstetter, der dann aber weiterspielen kann. Mitte der ersten Halbzeit wird der Gast aus Unterhaching ein bisschen selbstbewusster. Bigalke, in der Mitte lauert Niederlechner. Sehr gut geklärt von Michael Stegmeier gegen Niederlechner. Hier ganz wichtig, dass er da noch reingrätscht. Der Neuzugang aus Unterhaching gekommen. Dann wieder die Lilien. Preston Zimmermann, 1 gegen 1, vermeidet er. Elton da Costa, schöner Seitenwechsel auf Dani Lazza. Lazza. Nach einer guten halben Stunde kombinieren die Lilien endlich. Und das kommt auch an beim Publikum, wie Sie hören. Wieder Darmstadt. One-Touch-Fußball, Kombination über die rechte Seite. Hesse. Und in der Mitte lauert Elton da Costa. Er hatte 2 lukrative Angebote aus der US-amerikanischen Profi-League, hat sich aber dann gegen die USA, gegen die Dollar und für die Nestwärme in Darmstadt entschieden. Elton da Costa. Den Kopfball. Aber Zählbares ist dabei immer noch nicht herausgesprungen. Vorne, das ist Kostas Runjajić. Ein Etat von 2,2 Millionen hat er zur Verfügung. Die Lilien finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet. Klingt komisch, ist aber so. Und Unterhaching, die haben nur 1 Million für dieses Jahr zur Verfügung. Darmstadt 98 versucht weiter zu kombinieren. Dann ist Uwe Hesse ganz frei. Hesse und in der Mitte beschwert sich Zimmermann. Aber Hesse versucht es alleine in dieser 35. Minute. Dann nochmal der Gast. Nochmal die Vorstädter aus München. Auch die kombinieren fein mit ihrem 4-4-2-System. In der Mitte ist dann Yasin Yilmaz frei. Und Zimmermann. Schwer zu halten, dieser Ball aus kürzester Distanz.
Jan Zimmermann, eine Bank da hinten, der Kapitän des SV 98. 45 Minuten rum, 0:0 zur Pause und die Kurzbilanz, viel Luft nach oben. Ja, das Lilien-Publikum ist anspruchsvoller geworden nach der guten Show in der vergangenen Saison. Jubelorgien sind hier noch nicht zu erwarten am Böllenfalltor. Und der Gegner kommt. Bigalke einmal mehr auf Niederlechner und einmal mehr Zimmermann zur Stelle. Was ist los mit dem SV 98? Tut sich schwer, nach der Pause wieder in Gang zu kommen. Rudi Hübner, Uwe Hesse, klasse Parade von Stefan Riederer im Kasten der Spielvereinigung Unterhaching. Auch hier ist der Kapitän ein Torwart. Spitzer Winkel, klasse gehalten. Immer noch 0:0, aber es gibt immerhin einen Eckball. Natürlich getreten von Elton da Costa. Haching bekommt den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Hesse. Latza. Schöne Einzelaktion. Aber zwingend ist das alles nicht. Und das sieht Costa Runjajic mit Sicherheit ganz genauso. Dann Eckball auf der anderen Seite. Kopfball und fast ist er drin. Marius Wiltsch. Nach dem Eckball von Sascha Bigalke. Und da wäre der überragende Zimmermann nun wirklich nicht mehr rangekommen. Glück jetzt für Darmstadt, dass es immer noch 0:0 steht. Runjajic reagiert, bringt den immer noch leicht angeschlagenen Bayer. Für ihn kommt Ugur Albayrak in der 66. Minute. Und der hat gleich eine tolle Aktion. Ugur Albayrak lässt den ersten stehen und wird dann zu Fall gebracht. Am Rande einer Notbremse, tiefgelb, diese Karte für Welsmüller. War nicht ganz letzter Mann. Glück für Unterhaching, dass sie weiter mit 11 Akteuren spielen dürfen. Elton da Costa, das kann er deutlich besser. Und Unterhaching wittert hier eine Chance, weil Darmstadt einfach nicht abschließt. Stegmann fehlt an allen Ecken und Kanten. Schwabel, der Sohn des Präsidenten, und einmal mehr Zimmermann. Durchatmen auf der Bank und jubeln über diese tolle Parade von Zimmermann gegen Markus Schwabel. Eine Viertelstunde noch zu spielen. 0:0, das soll es doch nicht sein, Darmstadt 98. Es war ein Sieg angepeilt. Vielleicht jetzt. Uwe Hesse steht ganz frei, bekommt den Ball. Uwe Hesse. Nix ist es mit der Linienführung. Und zu diesem Zeitpunkt wäre sie auch nicht mehr verdient gewesen. Denn Unterhaching wehrt sich und übernimmt in Teilen dieser zweiten Partie sogar das Spiel. Ballverlust im Vorwärtsgang und Unterhaching macht es schnell. Bigalke, Dominik Rohracker, einmal mehr Jan Zimmermann, längst bester Mann auf dem Platz. Und wenn man den Torwart loben muss und will, dann weiß man, wie es um die Offensive einer Mannschaft bestellt ist. Manni Schwabel, das ist der neue Präsident, ehemaliger Nationalspieler. Unter anderem bei Bayern München, TSV 1860, erster FC Nürnberg gespielt, der 46-Jährige. Sieht immer noch eine aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft aus Bayern. 90 Minuten rum, Schluss 0:0. Robert Kempter beendet eine Partie, in der auch heute nicht
Da Costa und Co. hätten gewinnen können, sondern der Gast aus Unterhaching. Faire Gratulation. Und für Costa Runjajic bleibt die Erkenntnis immerhin nicht verloren.